Ich habe wieder viel zum Schmunzeln. Ich habe ja in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten wieder immer mal was gepostet und immer wieder irgendwie fühlt sich der ein oder andere Mitbewerber, in dem Fall meistens Makler, irgendwie, sagen wir mal, aufgefordert, was zu kommentieren. Ne? Also ich poste was pro DVAG, pro ich, was auch immer, und dann kommen manche aus ihren Löchern. Und ich muss da immer schmunzeln, weil ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn die Werbung vom neuen iPhone sehen? Rennen die dann zum nächsten Apple Store, robben die Türen auf und sagen: Haha, ihr Apple-Verkäufer, ihr müsst es ja so sehen, weil ihr könnt ja nur Apple. Ich bin der Einzige, der Ahnung hat, weil ich kann auch alle anderen Handys verkaufen, Tür zu und wegrennen. So ungefähr stelle ich mir das vor, oder bei Mercedes oder wo auch immer. Und da finde ich immer, bin ich immer belustigt, weil ich mir denke, ich weiß ziemlich genau, was die Apple-Verkäufer sich denken. Die gucken sich gegenseitig an und sagen. Und ich glaube sogar noch was, ich bin mir ganz sicher, dass auch die Kunden im Apple Store nicht sagen: Ich lege mein Handy zurück und warte auf mich, ich komme zu dir, du bist ja unabhängig. Also so stelle ich mir das irgendwie zumindest lustig vor. Also manchmal greife ich wirklich an den Kopf. Was denkt man sich dabei? Ja? Ich habe nichts dagegen. Wenn einer sagt, mein Kind ist das Hübscheste, das ist völlig in Ordnung. Das gibt es auch übrigens in jeder anderen Branche. Was es aber manchmal nur bei uns gibt, und das finde ich echt armselig, wenn einer sagt, du postest ein Foto von deinem Kind, das ist jetzt ein Beispiel, und jemand sagt, weißt du was? Dein Kind ist überhaupt nicht hübsch. Hässlich ist es. Und dann vielleicht sagt, guck dir mal, das sind die Bilder von meinen Kindern. Das sind hübsche Kinder. Nur meine Kinder sind hübsch. Das ist armselig, das ist traurig. Das ist unterdurchschnittlich. Und das passiert nicht nur übrigens auf meiner Seite, das findest du auch manchmal bei Seiten wie Versicherungsboten oder anderen Seiten, wo einfach die Chance versucht genutzt wird, einen anderen zu denunzieren und zu sagen, dein Kind ist überhaupt nicht hübsch. Was soll da, was glaubt man denn, was passiert außer Streit? So ein Quatsch. Also, ich bin der Meinung, dass man als Kunde übrigens aber da einen schlechten Berater erkennen kann. Wenn jemand schlecht über die Konkurrenz redet, dann ist der vielleicht fachlich sogar gut. Das mag sogar sein. Aber dann ist er menschlich ein Wrack. Und die Frage ist, Vermögensberatung oder Finanzberatung, das ist doch auch eine Lebensberatung. Weil du hast doch so einen Berater die nächsten 20, 30, 40 Jahre an deiner Seite. Und wenn der menschlich eine Pfeife ist, wie soll er dich denn da gescheit beraten? Da wird er doch beim ersten Mal einknicken. Weil man ist doch nicht auf der einen Seite menschlich total super und auf der anderen Seite menschlich total Mist. Also entweder du bist ein Charakterschwein oder du bist keins oder du bist ein guter Typ oder du bist kein guter Typ. Entweder du bist verlässlich oder du bist es nicht. So, also insofern denke ich mir, wie was auf dem T-Shirt steht, bei manchen, die bei der Konkurrenz motzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das über mich findet. Vielleicht hat es mich auch mal gerissen, aber nicht ohne Grund, dass ich einfach auf die Seite von einem Konkurrenten, die am besten noch einen, der Reichweite hat, weil ich vielleicht selbst keine habe, und dann da ein bisschen rumgaggere. Das ist einfach armselig und ich meine, daran erkennt man schlechte Berater.